Wir wollten ja auch gucken, wie wird hier gearbeitet? Ja. Wie funktioniert das eigentlich, so ein Inkubator? Ja? Also wer kommt hier zusammen? Und zwar nicht nur das Tech-Quartier und die Startup-Community, sondern auch die anderen Partner. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute Carmela Holtgräbe von der Bundesbank, Head of Digital Office, bei uns haben. Wir sind ja eine kleine Einheit, das Digital Office. Wir sind nicht Teil eines Business-Bereichs, sondern wir sind an Bord aufgehangen. Wir sind eine Querschnittseinheit, die zum einen den Hut auf hat, neue Ideen reinzuholen, Impulse zu setzen. Was macht den Bereich Innovation für dich so spannend? Weil man sich immer wieder mit Neuem auseinandersetzen kann. Also quasi die eigene Lernkurve geht stetig nach oben, das finde ich spektakulär. Und auch die Möglichkeit, immer wieder unbekanntes Terrain zu betreten und neue Sichten kennenzulernen, mich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, mit anderen Menschen, mit anderen Partnern, das finde ich super. Ja, schön. Ja, ich kann mich damit wiederfinden oder ich kann mich darin wiederfinden. Als Gesamtfazit von unserem Gespräch heute würde ich gerne noch mal wissen, was würdest du denn weitergeben oder als Empfehlung aussprechen an andere Unternehmen, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, so diesen Weg zu betreten, wie man erfolgreich mit Startups arbeiten kann? Also ich glaube, man muss selber sehr klar sein. Also man muss sehr klar sein, was man möchte und wofür man steht. Und auch, was man mitbringt an Wissen, an Ressourcen, an Kompetenzen. Und dann ist es aber genauso wichtig, dass die Startups sich wirklich darauf einlassen. Also wir sind so ein hybrides Konstrukt als Zentralbank. Wir sind auf der einen Seite Behörde, auf der anderen Seite ist ganz viel von den Personen, die bei uns arbeiten, haben einen Finanzsektor-Background. Und sich darauf einzulassen, und damit auch wirklich zusammenarbeiten zu wollen, ist für beide Seiten wichtig. Und wenn beide Seiten diese grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, dann kann das funktionieren. Und es muss sehr stark inhaltsgetrieben sein. Also es muss immer der Fachbezug da sein. Ohne den Fachbezug sind es einfach zwei sehr unterschiedliche Welten und dann gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Kannst du uns noch ein bisschen was über deine persönliche Erfahrung im Bereich Innovation, vielleicht auch bezogen auf die Projekte, erzählen und wie du zu deiner Rolle gekommen bist bei der Bundesbank? Also ich habe keinen technologischen Background, ich bin eigentlich Politikwissenschaftlerin und ich bin aber super neugierig und ich habe eine große Freude daran, neue Themen zu beleuchten und mich immer wieder auf unbekanntes Terrain zu begeben. Und mit der deutschen G20-Präsidentschaft, die einen ganz starken Digitalisierungsschwerpunkt hatte, war klar, dass wir als Bundesbank auch unsere Digitalarbeit anders aufbauen müssen. Und daran mitzuwirken, das wollte ich gerne machen, das habe ich gemacht. Das hat so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass ich jetzt für Digitalisierung in der Bank mitverantwortlich bin und auch Innovationen aufbaue. Und das macht mir einfach großen Spaß. Super schön. Damit sprechen wir ja auch zu allen jungen Talenten da draußen, ne? Dass alles möglich ist, wenn man sich nur genügend dafür interessiert. Ja, und ich glaube auch, dass auch in einem sehr technologielastigen Umfeld ist die Übersetzungsfähigkeit halt sehr, sehr wichtig, ne? Also man muss ein Grundverständnis und eine Begeisterung für Technologien mitbringen, aber man muss auch Business verstehen und dann diese Übersetzungsleistung bestmöglich hinkriegen, damit man nicht Gefahr läuft, dass man aneinander vorbeiredet. Kannst du uns auch was zu deinen persönlichen Erfahrungen während des Programms erzählen, wie du es für dich so erlebt hast? Ja, also ich fand es ganz toll, dass so eine große Anzahl an Startups sich überhaupt gemeldet hat. Und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich sind eigentlich die Lösungsvorschläge und dass es Ideen gibt, die gar nichts miteinander zu tun haben und trotzdem unsere Fragestellung beleuchten, das fand ich schon ziemlich cool. Ich fand es aber auch spannend zu sehen, dass es Startups gibt, die sich wirklich mit uns als Bundesbank, mit uns als Zentralbank auseinandergesetzt haben, mit der Fragestellung und sehr inhaltlich da waren und auch das Gefühl hatten, sie wollten uns gut verstehen, um dann bestmöglichst darauf reagieren zu können. Und dann gab es aber auch Startups, wo ich das Gefühl hatte, okay, da geht es irgendwie um was anderes, da geht es primär um Verkaufen oder
Also da war die inhaltliche Ebene einfach nicht so stark. Und das fand ich dann immer sehr schade. Und wir haben sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt, alle, ne? Das Business, meine Kolleginnen und Kollegen. Und dann finde ich es nur fair, wenn die andere Seite da auch viel Zeit und Energie reinsteckt, weil nur dann kann ein Ergebnis wirklich gut sein. Was würdest du uns, unserem Team aus dem Programm für Verbesserungsvorschläge mitgeben? Und habt ihr vielleicht schon geplant oder Ideen, wie es weitergehen soll? Also wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen auf jeden Fall noch so ein Programm wieder aufsetzen. Wie genau und wann genau, da sind wir gerade noch dabei. Aber was ich, wenn wir es nochmal ganz virtuell machen würden, auf jeden Fall anregen würde, ist, diese Programmwoche zu entzerren. Also den ersten Teil, wo die Startups die Institutionen kennenlernen, sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, das weiter nach vorne zu ziehen und dann mehr Zeit lassen, um sich inhaltlich wirklich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen oder der Organisation, damit dann die finalen Pitches möglichst konkret und an den Fragestellungen oder an der Fragestellung dran sein können. Okay, ich meine, kann man ja beim virtuellen Format super easy umsetzen. Genau. Okay. Ja, und somit sind wir schon am Ende unseres heutigen Interviews mit Carmela von der Bundesbank. Hat mich sehr gefreut, war super spannend. Wir haben über Erfahrungen gesprochen, über konkrete Projekte, über Meinungen, Eindrücke, Empfehlungen. War wirklich sehr vielfältig und wir freuen uns, wenn ihr selber Lust bekommen habt, Projekte zu starten oder einfach mal sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was der nächste Schritt sein kann, um Innovation selbst zu betreiben. Ja, besucht uns beim nächsten Event, kommt vorbei, lasst uns sprechen.